sind wir dann an der Stelle. Er ist fleißig dabei. Wir haben noch immer keinen Mauszeiger. Ja, ich musste das gleich jetzt im Anschluss aneinander aufnehmen, damit alles passt. Und tja, was soll ich sagen? Wir kriegen das hin. Wir haben es beim letzten Mal geschafft und schaffen das jetzt auch. Jetzt müssten wir dann eigentlich... Ja, ich bin schon am Überlegen gewesen, ne? So, welche Energiequelle wir dann nutzen. Ja, Solar macht keinen Sinn. Weil zu wenig. Wir könnten höchstens was zum Ausklappen bauen. Ja, was zum Ausklappen, muss ich das größer machen, ne? Ja gut, man könnte es... ja, hier daneben bauen, praktisch hier. Und hier oben drauf, was so eng anliegt. Und gucken, dass man das irgendwie weit genug vorne ansetzt. Damit es dann nicht durch das getroffen wird. Dann hätte man so ein bisschen was. Wir müssen eh noch die Batterien unterkriegen. Das wird noch echt ein Problem. Ja gut, ich kann das hier wegnehmen und da die Batterie dran setzen. Das ginge. Müssen wir schon. Gucken wir nochmal. Batterie. Ja, wir haben halt diese kleine Batterie irgendwo, glaube ich. Ja, die ist hier mit dabei. Genau, so. Also wir könnten jetzt die hier dran setzen. Die ist natürlich relativ klobig. Oder die kleine. Die große könnte man eigentlich nur so mal richtig anbringen vom Design her. Das hätte man vorher mit einbringen müssen. Allerdings brauchen wir die auch. Ich kann jetzt... Na gut, ich kann jetzt das so hier machen, ne? Das würde passen auch in Hinsicht darauf, dass ich die Solarzellen anbringen will. Mache ich eine hier und eine hier. Genau. Dann ist es auch auf derselben Höhe wie das. Dann kann ich hier die Solarzelle anbringen, nach da und nach da. Und dann habe ich zwei große Batterien. Ich denke, das ist okay. Wir brauchen 40 davon. Ich fliege jetzt einfach mal raus, weil es jetzt einfacher ist. Und dann Solarzellen. So. Verdammt, ich hasse das. Also ohne Cursor ist echt kacke. Okay, was war das andere? Verdammt. Schon wieder vergessen. Nein, nicht so wild. So, hier vorne müsste es sein. Mittlerweile relativ groß geworden, leider. Ja. Ach, Computer war's. Ach so. So, funktioniert schon mal. Wir haben schon mal ein bisschen Energie. Wir sehen es, ne? Triebwerke laufen. Wunderbärchenhaft. Das heißt, wir holen dann entsprechend... Ja, das ist so krass, wie weit weg er ist, ey. Die ganzen Monde hier und alles, ne? Da ist eine Haltestelle. Da ist irgendwie nichts. Ha. Mensch, wollte ich gerade alleine hier gerade. So, was hatte ich gerade? Computer. Da haben wir sie. Tada! So. Ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, wann denn hier mal Gegner ankommen. Also es ist nicht, dass ich das unbedingt möchte und mir denke so, oh, ja, wäre super cool, wenn es Gegner kommt. Nein, das eigentlich eher nicht. Aber es schon wäre interessant zu wissen, warum die jetzt zum Beispiel nicht auftauchen. So, das geht, das gefällt mir sogar, muss ich sagen. Und gleich mal Solarzellen dranhauen. Nein, das nicht. So. Solarpanels. Muss echt gucken, ne, wo man hier ist. Ätzend. So. Und wie gesagt, würde ich dann jetzt so dran setzen. Ja. So müsste es passen, glaube ich. Ich denke, das haut hin. Das muss ich wahrscheinlich nur tricksen. Ja, weil es sonst nicht passt. Verdammt. Muss ich was einfallen lassen. Ob ich das jetzt so machen kann? Ja, das müsste gehen.
Genau. Sehr schön. Wunderbärchenhaft. So, das schön anbringen. Genau so. Und das dann eben andersrum. Ah, muss noch eins weiter runter, ne? Ah, verdammt. Ja gut, das ist nicht das Thema. Wir machen einfach kurz das hier, um zu cheaten. Dann kann ich das wieder wegsäbeln. Ja. Ist ja immer nur für die Konstruktion. Aber dann ist es zumindest gleich. Und dann haben wir zwar nicht viel, also es ist ein bisschen verkleidet, das ist auch nicht verkehrt. Und es ist zwar nicht so viel, aber... Achso, passt es überhaupt? Nee, es passt nicht. Verdammt. Okay, das kann wieder weg. Also hier hat es ja gepasst. Wenn ich das jetzt so mache, passt das? Ja, jetzt passt es. Okay, war also eins zu weit hinten angebracht. War mein Fehler. Und hier genauso. Das muss dann halt auch weiter vorne. Das heißt, wir machen hier kurz einen Rahmen. Genau. Nehmen wir es weg. Bringen das kurz an. So, genau. Und dann nehmen wir das hier weg und fertig ist. Schnieke, das sieht gut aus. So, was braucht ihr jetzt noch? Solarzellen und Träger, ne? Und Panzerglas. Solarzellen, Träger, Panzerglas. Okay, das kriegen wir hin. Aber ich fliege immer in die falsche Richtung raus, ne? Gucken, was haben wir davon noch? Okay, Solarzellen haben wir noch ein paar. Träger auch und Panzerglas. Sehr schön. So. Vorsichtig. Also klar, die werden sich hier drinnen nicht mit Energie aufladen. Das wäre ein bisschen komisch, ne? Im Tunnel. Aber. Ah, da fehlt. Fehlen Solarzellen noch. 6 Stück. Das sollten wir hinkriegen. Sonst klaue ich mir die von irgendwo anders. Oh, guck mal, da kommt was. Kommt das näher oder nicht? Da, guck mal. Das sind 3 Signale. Ach du Schande, das ist ein Junker. Das ist ein Müllsammler. Nein, verdammt. So. Steht noch Panzerglas. Ne, haben wir gar nicht mehr, ne? Also verdammt, also gehen wir als größten Auftrag. Also ganz gut, wenn das Panzerglas... Achso, ne, Panzerglas was nicht, was aus Solarzellen. Verdammt. Wenn das jetzt schnell fertig wird. Denn wir haben ein echtes Problem. Ich muss auch gleich das Eis mitnehmen. Also so viel wie möglich. Denn, oh mein Gott, ja, das kann jetzt richtig übel werden. Wenn wir Pech haben, machen die uns jetzt platt. So, aber da wir Energie haben. So, wir müssen erstmal alle Hydrogentriebwerke ausschalten. So, Hydrogen Thruster, alle markieren. Steuerung A. Ausschalten, okay. Wie gesagt, das ist echt eine Herausforderung, ne, das hier zu machen. Hydrogen Tank, Sauerstoffgenerator da. So, das müsste eigentlich bei den Tanks
Genau, die füllen sich jetzt. Okay, wunderbar. Und ringsrum sollte jetzt eigentlich keiner am Brennen sein. Ne, sehr schön. Das heißt, die funktionieren. Solarzelle ist auch fertig. Das heißt, rein theoretisch könnte man losfliegen. Rein theoretisch. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Was ist eigentlich mit dem Junker jetzt? Okay, die kommen immer näher und näher. Wenn wir Glück haben, fliegen die wie die anderen über uns hinweg. Aber wir sehen sie schon. Warte mal, konnte ich das nicht fernsteuern? Oder irgendwas war doch damit, ne? Hat das funktioniert? Hat das nicht funktioniert? Nee, Steuerung funktioniert nicht. Warum auch immer. Oh, ja. Dann würde ich sagen, hoffen wir mal das Beste, dass es funktioniert. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Zogger.